Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen EDC-Video. Bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, was ich denn als LKW-Fahrer, als EDC immer mit mir rumschleppe. Am Mann. Oh, dann tue ich den Leuten mal den Gefallen und drehe ein Video drüber. Da steht mein voller LKW. Ja? Da machen wir es uns jetzt mal bequem. Ich klappe mal die Bühne aus. Moment. Wenn man schon den ganzen Tag ackert, da darf man es auch gerne mal bequem machen. So, also am Mann habe ich grundsätzlich in der rechten Tasche mein Benchmade Cryptillion. Ja. 154 cm Stahl, ein super geiles Messer, ich will es nicht mehr missen. Mein Baby. So, dann habe ich hier eine Tasche von einem Walter Messer. Das ist mir mal geschenkt worden von einem Subscriber von meinem Kanal. Das lässt sich hochkant tragen oder auch quer. Hier, ich habe übrigens mein EDC-Gürtel, ist der Thai-Belt oder Tü-Belt, ja, aus Frankreich. Ich finde den so geil, der passt super geil auf der Arbeit. So, dann haben wir hier in der Tasche zwei Ausrüstungsgegenstände. Dann habe ich hier die True Night TI3. Ja. Und ihr seht, reichlich abgenutzt oder benutzt. Und dann mein Leatherman Wingman, habe ich neulich erst vorgestellt. Den habe ich auch seit über einem Jahr mit meinem Mann. Einfach so cool. Spring Assist, also Feder unterstützt. Von außen zugänglich. Messer mit Serrations. Eine Schere. Und beides ist übrigens mit einem Liner-Lock geschützt, also es klappt nicht ohne weiteres ein. Dann haben wir hier, ich hatte das auch schon in dem Video mal gesagt, in der Vorstellung vom Leatherman Wingman, dass manche Leute moniert haben, dass wir hier eine Verbindungsunsteifheit hätten. Kann ich nicht behaupten, bei mir ist das Teil super. Ist allerdings, ich muss dazu gestehen, ich habe mich mal mit vollem Körpergewicht dagegen gelehnt und habe wirklich versucht, eine Schraube aufzudrehen. Ich habe es auch aufgedreht, also eine Mutter. Und dabei ist das Ding ein bisschen verzogen. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir auch wieder hin. Wir haben hier einen Hosentaschenclip. Sehr cool. Nehmen wir es auseinander, um an die inneren Teile zu kommen. Da haben wir hier einen Phillips Schraubenzieher, einen normalen Schraubenzieher. Wofür das hier ist, keine Ahnung, Kabel abisolieren? Vielleicht. Dann haben wir hier noch drei verschiedene Tools. Dosenöffner mit einem Kabelabisolierer und der ist schon ziemlich aggressiv. Ja. Dann haben wir hier einen Schraubenzieher mit, ja, mal gucken, eine Feile, die habe ich auch schon benutzt, wie man sieht, und Inch und Zentimeter. Und dann kommt das kuriose Teil, da habe ich am Anfang auch gedacht, was soll denn der Scheiß, ja? Boxcutter.
Und wer jetzt richtig aufgepasst hat, der hat gesehen, der Bremen, der hat noch was anderes an der Tasche, und zwar hier was. Das gehört aber nicht zu meinem EDC, das ist jetzt Teil meines Tests. Das Gerber Gator Messer. Das habe ich mir recht neu gekauft. Habe es genau einen Tag. Bin sehr zufrieden damit bisher. Richtiges Review folgt. Ich habe eine schnelle Kurzvorstellung gemacht. Und ja. Das war jetzt mein Truckers EDC am Mann. Ja. Vielleicht kommt demnächst mal ein Update meines Truckers EDCs, was ich auch so... Ach! Hab ich doch was vergessen. Schlüsselbund. Also. Ich werde alt. Unvergesslich. Dann haben wir hier eine Prybar. Die ist von Vincent Weger, der auf Facebook in diversen Messergruppen unterwegs ist. Zum Beispiel bei den Messerjunkies. Das ist eine geheime Gruppe. Kommt nicht jeder rein. Der wird Vincent Weger kennen. Ist ein Messermacher. Ziemlich coole Sau. Habe ich auf der EVA kennengelernt. Vincent, ich brauche nochmal die genaue Bezeichnung von dem von der Priber. Ja? Ich nenne es ja Einkaufswagen Bescheißerle. Ein richtiges Review folgt noch darüber. Wir haben hier Aufnahme für Motoren, Kapselheber, die Priber selber. Und hiermit nehme ich immer gerade diesen Einkaufswagen mit. Wie gesagt, ich mache da mal ein Video drüber. Und haben wir hier, ich weiß nicht warum, zwei O-Rings. O-Ringe. Dann haben wir hier gerade aufgestoßen, Entschuldigung. Victorinox Signature Light. Hier ist die Taschenlampe unten. Da oben kommt der Kugelschreiber raus. Dann haben wir hier eine kleine Klinge. Kleine Pfeile, alles schwer benutzt, die Sitz. Ja. Meine Sachen sind nicht nur dafür da, als Accessoire irgendwo in der Vitrine zu landen, wie das so mancher, ich würde mal sagen, Lieschen Müller, das Problem hat, morgens eine halbe Stunde vor der Vitrine zu stehen, das Portemonnaie, die Uhr und das Messer zusammen zu kombinieren, dass es auch einigermaßen schicklich auf der Arbeit im Büro ist, um damit ein Äpfelchen zu schälen. Ja, halti tati. Cooles Ding. Wer die mit den normalen Griffen kennt, der weiß, die sehen irgendwann nicht mehr so richtig schön aus. Aber hier die mit diesem Rubinrot durchsichtigen, die finde ich nicht gut. Das tut denen gar nichts, wenn man die. Und ihr seht hier, die Taschenlampe ist immer in Benutzung. Ja? Das hier ist der Druckknopf. Batterie ist leer. Ich muss sie tauschen. Da haben wir hier von Key Monkeys eine Pfeife. Warum ich die dran habe, weiß ich nicht. Die ist wasserdicht. Und dann haben wir hier noch so ein Notvorrat, ein Zettelchen. Fair. Und da kommt dann drauf, wer man ist, welche Allergien man hat, Bluttyp, Telefon, wen man anrufen muss und so weiter und so fort. Und finde ich cool. Mach das mal gerade zusammen, stell mal auf Pause. Das ist übrigens wassergeschützt durch diesen Gummiring. Ja. Und laut ist er auch. Dann habe ich hier noch eine Priber, die war früher schon dran. Die habe ich aber nicht rausgenommen. Die gilt bei, ich glaube, Gearbest, Wish Geek für 1 Euro. Dann habe ich hier einen Ameisenschlüssel, noch einen Ameisenschlüssel, einen Generalschlüssel von der Firma. Ich bin hier auf der Landstraße. LKW-Schlüssel, Schlüssel für Tank und die Schlösser, die sind dahinter diesen Klappen, damit da keiner kein Unbefugter dran gehen darf. Die meisten der Tools habe ich hier mit solchen kleinen Karabinerhaken für schnelles dran machen und abnehmen. Ja, ihr seht, die gibt es auch für 1 Euro, ich glaube ein 10er-Pack bei Wish oder Geek oder Gearbest oder wo auch immer. YouTube. eBay.
So, ihr seht hier, haben wir so eine kleine Aussparung. Zack, dran, fertig. Die Prybar, die habe ich jetzt noch so dran. Das hat aber einen anderen Grund, denn im LKW selber habe ich noch den Zündschlüssel. Das hier ist nur ein Schlüssel für die Tür. Und da kommt dann der Zündschlüssel dran, wenn ich Feierabend mache. Ja? Ansonsten ist die Zündung immer an, mit der Ausgleich funktioniert, ohne dass ich unten das Knöpfchen bedienen muss. So, schnelles, kurzes Video. Schnelles, kurzes Video, 10 Minuten 32. Über mein EDC auf der Arbeit. Truckers EDC. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer gilt, tschüss, Matjot, schwenkt tot, tschüss, hau ab und schwenkt die Kappe. Mal nach Hause.